Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Ü-Ei-Kanal. Mein Name ist Gunnar und für euch habe ich natürlich wie immer drei Überraschungseier dabei. Das sind nämlich zwei Kindereier, wovon eins nur für Mädchen ist. Und dann haben wir noch so ein Mickey-Maus-Disney-Überraschungsei. Und ich fange schon mal an mit dem ersten Überraschungsei. Das ist ein normales, klassisches Kinderüberraschungsei. Und was da drin ist, das möchte ich euch jetzt einmal zeigen. Ich hoffe, ihr seid schon gespannt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Also los geht's, wir schauen, was hier drin ist. Okay, dann machen wir das Ganze mal auf. Und ich kann schon etwas Blaues sehen. Und etwas Grünes. Was ist das denn? Sieht aus wie eine grüne Feder. Und auf diese grüne Feder, da kann man so einen Kopf, ein Gesicht draufstecken. Das ist ja sehr interessant. Sieht so ein bisschen aus wie so ein gruseliges Monster. Hat zumindest große Zähne. Ich weiß gar nicht, ist das irgendwie ein bestimmtes Tier oder so? Könnte, naja, ein Frosch ist das nicht mit den Zähnen. Was könnte das denn sein? Also wenn ihr mir sagen könnt, was das Blaue hier für ein Tier ist oder für ein Wesen sein soll, schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich stecke das Ganze erstmal zusammen und dann zeige ich euch das mal. Und dann könnt ihr mir ja sagen, was ihr glaubt, was das hier für ein Wesen ist, für ein Tier ist. Also im ersten Moment dachte ich, es ist ein Frosch, aber ist natürlich kein Frosch. Sieht irgendwie ein bisschen anders aus. Auf jeden Fall total witzig mit der Feder. Wir machen einfach mal weiter mit dem nächsten Ei. Ja, ich würde sagen, wir machen jetzt mal dieses Disney-Ei auf. Ja, und draußen ist schon Mickey Maus, Minnie Maus und natürlich Daisy abgebildet. Und was da drin ist, das werden wir jetzt auch gleich gemeinsam herausfinden. Okay, also das ist das blaue Ei. Und hier drin ist ein rotes Spielzeug. Wir gucken erstmal, was wir noch haben. Wir haben natürlich Aufkleber. Klar, das ist natürlich Mickey Maus, Daisy Duck, Donald Duck und Minnie Maus. Das sind also ziemlich viele verschiedene Aufkleber. 5 Stück insgesamt. Gefällt mir schon mal ziemlich gut. Wir haben auch leckere Süßigkeiten. Die dürfen auf gar keinen Fall fehlen. Und hier ist das rote Spielzeug. Ja, das sieht aus wie ein Jojo mit Goofy drauf. Ja, wer von euch hat denn ein Jojo zu Hause oder wer von euch kann denn mit einem Jojo umgehen und wer kann damit spielen? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich bin mal gespannt über eure Meinungen, wie ihr mit Jojos umgehen könnt und was ihr davon haltet. Ich finde, das ist manchmal eine ganz witzige Sache. Also ich bin gespannt über eure Meinung. Schreibt es mir in die Kommentare und in der Zwischenzeit mache ich jetzt mal dieses Überraschungsei auf. Das ist ein weiteres Kinderei für Mädchen und wir gucken mal, was da so Schönes drin steckt. Also los geht's. Auch hier wieder die Folie. Die brauchen wir wie immer nicht. Ihr wisst ja, es geht nur um das Spielzeug. So, und hier schaut mich schon ein grünes Gesicht an. Es könnte ein Grashüpfer sein. Sieht ein bisschen aus wie so ein Grashüpfer, eine Grille. Ja, genau, definitiv eine Grille. Ja, das erinnert mich daran, dass ich als Kind immer mit der Hand Grashüpfer und Grillen gefangen habe. Ich weiß nicht, habt ihr das auch schon mal gemacht? Wenn ja, könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr schon mal so eine Grille bzw. einen Grashüpfer gefangen habt mit den Händen. Ich bin schon mal gespannt, wer von euch das schon mal geschafft hat. Ansonsten täte mich interessieren, was euer Lieblingsüberraschungsei gewesen ist. Also schreibt auch das mir in die Kommentare. Und vergesst nicht, den Ü-Ei-Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns das nächste Mal alle gemeinsam wieder. Bis dahin. Tschüss.